Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren blutigen, nervigen Verfolgungsjagd mit unserem neuen Freund, den wir wahrscheinlich gerade kennengelernt haben. Dr. Jones, wake up now, wake up now. Der uns mal eben zum Acht-Finger-Joe hier gemacht hat. Mit einer wunderschönen Schere aus diesem Pissoir. Wo er wahrscheinlich vorher noch drin reingepisst hat. Warte, war da unten gerade noch eine Batterie? Ich sehe keine Batterie. Links? Aber rechts meine ich? Da unten irgendwo am Boden? Ja, null Batterie. Hinter dir. Direkt neben der Tür. Ne, war nur ein Stein. Wollte ich mal sagen, da war keine Batterie. Ich hoffe mal, manchmal sehe ich mehr als du. Ja, deswegen spielen wir das auch so zweit, weil vier Augen mehr sehen. Manchmal. It's not a patient. Sound executive, just like him. Like Traeger. Traeger, ja, mein neuer Freund. He's still alive. Should have destroyed the key snakers. It works so well. They can control it. Hold you. And you can't control it. Nobody. Halt doch die Schnauze! Er killt you. He's coming now! Traeger! Ja, Traeger. Mit dem Scherben. I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Alter! Was sagte er, sein Angestellter? Zurück. Dr. Rick Traeger. Dr. Rick, wake up now. Ja, er spricht wie einer von der Wirtschaftsschule. So kommt er mir auch vor. Ja, ich verwette meine restlichen Finger. Sind ja nur noch 8. Ich will sehen, wie Traeger stirbt. Ja. Vielleicht kriegen wir das hin, vielleicht auch nicht. Fuck, really? Nee, doch. You aren't gonna walk on me. So leicht. If there's one thing I cannot go yet. Oh, er weiß, dass wir weg sind. It's a queer. Scheiße. Come on. Scheiße. Ja, fuck, trifft es so genau. Alright. Oh Gott. Nein. Alright, you can figure this out. Dann war er. Let's solve some problems. My ass on the way. Just. Schön. Ich würde mal sagen, Gott, meine CD, danke. Geh weg. Einer bin ich nicht. Gucken Sie ja. Ist die Tür da vielleicht offen? Keine Ahnung. Ich will aber, wenn ich jetzt wüsste, wie der patrouilliert, ne? Da ist Unterschied. Also du meinst, der geht random irgendwo lang? Siehst du doch. Ich sehe wirklich null. Da geht er lang. Okay. Nein, ich schaue, ich will wissen, wo er hingeht. Wenn er jetzt wieder zurückkommt, ist scheiße. Ja, er kommt zurück. Alter, verpiss dich doch mal! Der kann nicht die ganze Zeit hier in diesen Raum rumgeistern. Entschuldigt Leute, wenn es länger dauert, ne? Aber ich will ungern Bekanntschaft mit diesen Herren hier machen. Auch wenn ich sie schon hatte. Hashtag Finger. Hashtag. Die Leute, die noch ein bisschen jünger sind,
Raute. Hashtag hieß damals Raute. Schau mal. Da hinten unterm Bett ist versteckt. Schau mal, ob die Tür offen ist. Verzweifle ich. Nein. Ich muss durch die große Tür. Ja. Ich beeil, sonst kommt er gleich wieder. Buddy! Er hat dich. Steh auf. Renne. Acht Finger, Joe, gib Gas. Ja. Renn doch. Ja, du alte Pissflitsche, da kommst du nicht hoch, wa? Sein, dass der hinterher kann. Oh. What are you trying to do? I'll give you a chance. So. Aha. Somebody has to win. Ja, dass der in einen abgeht jetzt gerade, ist klar. Also der, unser Protagonist, der Sprecher, der muss ja in der Kabine Spaß gehabt haben. 2 Stunden lang ins Mikro stöhnen. 30 degrees. Was? Da ist auch noch so ein Schrank. Bin ich denn jetzt hier? Ich will da rüber. Ja, ich höre ihn doch. Fuck, ist ja alle zu. Gibt's hier überhaupt einen? Bin ich wieder hier. Wo ist er? Komm. Jawohl. Ich muss hier irgendwie noch einen Weg rausfinden. Versuchen wir mal oben. Dann zu gehen. Ich gehe wieder mal durch den Schacht hier und lass ihn mal ein bisschen beruhigen. Ich muss den Schrank wohl da hinten wegschieben. Ist ja so, dass er das nicht sieht. Ja. Alter, der Kerl geht mir jetzt schon auf den Sack. Und guck doch bitte vorher, bevor du runterspringst. Zu spät. Da hinten ist der Schrank, ne? Ja. Ganz schön. Alter, halt die Schnauze! Das hat ja schon mal sehr gut geklappt. Alter, geht der Kerl auf den Sack. Aber man sieht hier gar nichts. Schlimme Vorstellung wäre jetzt auch, wenn er mit die Schere so hier durchrasten würde. Aber da liegt eine Akte. Im Fortschritt. Wir haben eine Akte gefunden. Batterien wäre mir lieber. Nee, Dokument, Entschuldigung. Versetzungsantrag. Mhm. Ja, und nie wieder gesehen. Wo die Patienten hin sind, das werden wir nie erfahren. Scheiße. Klo.
Erinnere mich eher wie die Riesenkackwurst bei Doom. So, oder so ähnlich. Von da oben sind wir runter, ne? Ja. Da geht's nicht weiter. Der Schlüssel. Ein Schlüssel. Ja gut. Dann auf zum Aufzug. Guck mal das. Sackgasse, da kommst du nicht mehr hoch. Ach fuck. Richtig. Hey! Jetzt hättest du dich verstecken können dort unter einem Seil, aber es hat. Lauf, 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 lauf! Aufzug! Ich krieg'n Kind. Was? Alter, verpiss dich! Geh weg! Alter, hau ab! Hau ihn! Schlag ihn! Gib mir den Namen! Alter, hau ihn platt! Oh ja! Oh ja! Oh ja! 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 Stirb! Stirb! Ah. Ist er tot? Riecht tot. Könnte tot sein. Alter, was hat denn der für eine Wachshaare, ey? Die müssten jetzt eigentlich runterhängen. Total verfettet. Macht er sich jetzt irgendwie eine Notiz dazu? Ja! Notizen. Die Herstellung von Traeger. Die Herstellung von Traegersaft. Schritt 1. Drücken. Ja. Ich sag dann mal dazu, Mission erfolgreich abgeschlossen. So, da wollen wir mal mit unseren 8 Fingern, die wir noch haben, hier raus. Und landen sanft auf seinen Arsch. Blöp. Das Problem ist, der Fahrstuhl funktioniert jetzt nicht mehr. Nee. Leider. Aber ich glaube, das ist nicht die Etage, wo er uns langgezogen hat hier. Nee, ich glaube, das war eher die Etage, wo wir vorhin noch waren. Ich schau gerade, stehen die auch? Ja, er hier zumindest. Er hat ein blindes Auge, Schatz. Echt? Ja. Ja, tatsächlich. Die waren, also, aber so wie die aussehen, waren die auch schon länger hier. Ist die Tür offen? Ich hoffe, Martin, jawohl. Ja, war klar. Du Arsch, du nervst goodbye, mich nicht mehr. Goodbye. Dr. Ricky. Ich hoffe, jetzt habe ich mal etwas Ruhe. Garantiert nichts Wundes. Runter oder? Ich würde sagen, erstmal da gucken, wo es. Achso, Jan. Wenn es oben weitergeht. Hier unten gucken. Natürlich nicht. Also abwärts. Oh Gott. Ich hoffe so dermaßen, dass wir jetzt. Stimmt, wir sind mit dem Aufzug nach oben gegangen. Und unten war der Ausgang. Ja, aber Leute, ich hoffe mal inständig, dass wir jetzt langsam etwas Ruhe haben. Oh, Moment. Batterie. Hier sehen. Die hüpft doch darüber. Aber Schnuckelpuff da. Der ist jetzt ein 8-Finger-Joe. Ja, das ist. Also, so Spalter sagen mir immer, der Dicke kommt. Was? Teamwork. Teamplayer Award. Ja. Klar. Glaube ich euch sofort. Ah, hier ist auch nix. Nee. Hier ist nix. Hm. Hier vielleicht? Nee. Gespeichert? Positiv und negativ. Oh, nein, schöne Bildschirmschoner. Was? Bildschirmschoner? Bildschirmschoner. Achso, der. Ja, den sieht man hier überall. Nicht überall. Normalerweise ist das so ein blaues Ding.
Was? Oh Gott, der. Nein, da will ich gar nicht rein. Der Messdiener. Der Priester mit ohne seinen Messdiener. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close. Alter, was grinsen du so dreckig? Alter, schlag die scheiß Scheibe ein und lass mich hier durch. Wieso willst du schon wieder zu ihm? Ja, ich soll mich doch mit denen treffen. Stand da doch, oder? Finde draußen Vater Martin. Aber ich will nicht sein Messdiener spielen. Oh, hier sind ganz viele Schränke. Oh, nee, es sind hier keine Schränke. Keine Ahnung. Holzbalken. Keine Ahnung. Sieht aus wie Schränke. Kann ich hier wieder durch? Natürlich nicht. Warum denn auch? Hm? 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 Oh Gott. Bereit für den Jumpscare? Und? Oh. Barbecue? Barbecue und Chili? Nee, helfendes Händchen. Ein brennendes helfendes Händchen. Oh Gott. Da die Feueralarmanlagen da nicht angegangen sind. Vor allem, wie schön das brennt, zufälligerweise. Zufälligerweise so viele. Als würde waren Mensch. Da waren drei Türen, ne? Echt? Sind alle offen. Na gut. Wenn einer weiß, dass seine Batterie drin ist, schreib's doch nicht in die Kommentare, dann machen wir den fertig. Die Echse. Der kleine Hör Gegner. Doch auf, hör auf, mich Echse so nennen. Ich bin keine Echse. Ich bin ein Lustmolch. Hier sieht man auch wieder null. Die Tür ist vernagelt. Gut so. Oder wo bin ich jetzt hier gelandet? Franklin. Okay. Okay, das war nur Garten, Leute. Sieht mir aus wie so eine Umkleide. Das sieht mir aus wie ein dezenter Hinweis, du musst dich gleich verstecken. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich suche gerade wieder nach Batterien. Aber wie... das ist klar. Der übliche Klassiker in Horrorspielen. Man kann sich selber im Spiegel nicht sehen, obwohl in den Spiegel, dass man da noch was sieht, ist überhaupt ein Wunder. Man kann zwar sehen, zwar, dass du kein Spiegelbild hast. Das ist ja wieder sehr falsch. Nackte. Juhu. Oder wie es hier heißt, Dokument. Dokument. Krankhafter Verfolgungswahn. Moment mal. Angestellte Nummer Mr. Walsh. Ach, Moment mal. Eintritt seines Todes fortzusetzen. Rick Trigger, ne? Mhm. Aha, Moment. Notiz. Ach, Notiz. Dokument. Versetzungsantrag, ne? Mhm. Hier hat er den Versetzungsantrag gestellt. Ja. Dieser Herr. Wie hieß der? Moment, muss ich selber erstmal lesen. David Anna. Dieser David, ne? Mhm. Hier heißt es krankhafter Verfolgungswahn. Guck mal hier. Wer bis Eintritt seines Todes behandelt werden soll. Mhm. Der David. Ja, Annapurna. David Annapurna. Nett, wie sie mit ihren Angestellten umgehen. Der Mann will versetzt werden. Wie können wir den denn beibehalten? Ich glaube, sein größter Fehler war, ich gehe so Presse. Ja, das kann nicht sein. Alter, ich will nicht mehr. Was ist denn das für ein Licht? Feuer. Meinst du? Ja. Ja, okay, es flackert so komisch, ne? Ist hier schon mal jemand lang gegangen? Danke. Ey, aber wie, ne? Ja, aber okay, es heißt. Sonst soll ich da hochziehen. Okay, es heißt ja auch Folge dem Blut. Aber ich will mich vorher noch etwas umgucken. Auf der Suche nach der Batterie. Batterie. Was ein Zufall. Aber wir hatten noch nichts hier von 10, ne? Nee.
Aber wir hatten auch nicht... Ist Feuer, hast recht. Aber wir hatten auch nicht viele ruhige Momente im Moment. Ich genieße es gerade eben. Ah, von da sind wir gekommen, hier lag auch nichts mehr. Ja, dann... gehst du da hoch? Oh! Hui! Party all the time! Und jetzt haben wir immer einen Gegner, der uns wahrscheinlich wieder verfolgt und wir wahrscheinlich da durchrennen müssen. Alter, mach keinen Scheiß! Du siehst aber so aus. Ja, aber wenn ich auf die Uhr gucke, sage ich auch mal... Let it burn! Let it burn, ja genau. Let it burn! Hoffe, ihr hattet Spaß. It burns in my pants tonight. Was, es brennt in dein Schlüpfer die Nacht? Ja, nee, danke, die Information war überflüssig. Okay, was, meine Freunde. Weißt du, warum die meisten Patienten keine Schlüpfer mehr tragen? Ta-ta, ta-ta, ist ja bald Karneval, ne? Na gut, meine Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mit dem Doktor, ich nicht. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.